Mein Name ist Klaus Klaffenbürger, ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und zuhört. Wie ich dieses Thema begonnen habe, dem geht eine Prophetie voraus. Eine Prophetie, die, muss ich geschwind schauen, was für Datum das war. Das war am 24.06.2017. Am 24.06.2017, wir waren auf Kreta und wir sind da spazieren gegangen und da habe ich plötzlich gesehen, da sind ja hohe Felsen und Berge, und da habe ich gesehen, wie eine Quelle herausspringt aus einer Quelle, aus einem Berg, und diese Quelle hat mich fasziniert. Es war glasklares Wasser, es war wunderbar. Und es ist dann hinuntergeflossen bis ins, wir sind an dem Bach entlang gegangen, bis ins Meer. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue jetzt einmal in der Bibel nach, was da über Quellen steht. Natürlich weiß man, dass es einige Stellen gibt, es ganz interessante Stellen. Und ich möchte jetzt einige Stellen einmal vorweg vorlesen, weil mich etwas ganz Besonderes bewegt. Vor ungefähr 36 Jahren, also 35,5 Jahre, habe ich einen Traum gehabt. Einen Traum, dass aus mir, aus meinem Körper, Wasser fließt. In der Nacht, im Traum. In der Früh war ich eigentlich nur froh, dass das Bett nicht nass war. Das war das Einzige, was von diesem Traum damals übrig geblieben ist, weil ich keine Ahnung gehabt habe, was das bedeutet. Ich habe mir gedacht, ganz komisch. Das ist so richtig aus dem Körper rausgeflossen, in eine Schale hinein und hat da gekreist in dieser Schale, und das war alles. Ich habe das schon mal in einem anderen Zeugnis erzählt hier, aber das ist mir wieder eingefallen, was bedeutet das eigentlich alles? Was bedeutet das für uns? Ich möchte einmal ein paar Bibelstellen vorlesen, bevor wir dann wirklich zum Thema kommen. Im Psalm 36 steht: Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Ich habe mich wieder erinnert an diese wunderschöne Quelle, wo dort reines Wasser herausgesprudelt ist. Ganz glasklar. Da haben wir gedacht, das ist eine tolle Stelle. Na, schauen wir weiter. Schauen wir weiter, was dann steht im Jesaja 44,3. Jesaja 44,3. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Und dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird nach dem Namen Jakobs sich nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und den Ehrennamen Israel geben. Aber doch hat es direkt mit Israel zu tun, dieses lebendige Wasser. Schauen wir weiter. Es gibt nur einige interessante Stellen, die durchaus wert sind, gelesen zu werden. Im Hesekiel 47 steht eine ganz berühmte Stelle, die mich im Anfang meines Christseins unglaublich berührt hat. Der Wasserstrom aus dem Tempel heißt es hier. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück, und sieh, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser hervor, nach Osten hin, denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten, und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet war. Und siehe, da floss zur rechten Seite des Tores Wasser heraus. Während nun der Mann mit der Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, und das Wasser ging mir bis zum Knöchel.
Er maß nochmals 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Da ging mir das Wasser bis zum Knie. Und maß nochmals 1000 Ellen und führte mich hinüber. Da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht mehr durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Der Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, und führte mich und brachte mich wieder zurück an das Ufer des Stroms. Und als ich nun zurückkehrte, sieh, da standen auf dieser und jener Seite des Ufers viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Araber und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, dann wird das Wasser gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen und alles, was sich dort tummelt, wohin dieses Wasser kommen wird, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und an beiden Seiten standen Bäume, die neue Früchte bringen. Und das Wasser fließt aus dem Heiligtum heraus und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ein wunderbares Bild für das, was aus dem Tempel herausfließt, aus dem Tempel Gottes. Schauen wir uns noch eine Stelle an, die sehr interessant ist. Und zwar aus dem Buch Jesaja 44,3. Denn ich werde Wasser auf Durstige gießen, Ströme auf das Dürre. Und ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Wir haben das zuerst schon gelesen, aber ich habe es jetzt noch einmal wiederholt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Auf deine Sprösslinge, auf den Samen, der aufgeht. Das Wasser hat im Alten Testament eine unglaubliche Bedeutung. Das war nur ein kleiner Teil der Stellen, die ich gelesen habe. Aber ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die ich vorige Woche erlebt habe. Vorige Woche war bei uns in einer kleinen Versammlung, das nennen wir Chapter, bei dieser Chapter-Versammlung hat eine junge Frau gesprochen, die gerade ein paar Monate bekehrt ist. Gerade vor ein paar Monaten hat sie Jesus Christus wirklich kennengelernt. Sie hat ein sehr trostloses Leben hinter sich gehabt, voller Ablehnung, voller Süchten, voller verschiedenen Süchten wie Alkohol und so weiter. Sie hat ein Kind, das ist jetzt 13 Jahre alt, und diese Frau hat erzählt, dass sie nach diesem trostlosen Leben, das gehabt hat, durch einen Christen, einen authentischen Christen, dann begonnen hat, die Bibel zu lesen. Und irgendwann hat sie dann zu Gott geschrien und dann hat sie 3 Tage lang geweint. 3 Tage und 3 Nächte, kann man fast sagen, durchgeweint. Und in dieser Zeit hat Gott sie befreit von allen Süchten, von Alkohol, von Rauchen und so weiter. Und sie hat Jesus auf eine ganz bestimmte Weise kennengelernt. Und wie sie für uns gesprochen hat, sie ist auf mich einen Monat vorher zugekommen und hat gesagt, sie möchte gern reden, habe ich erkannt, da ist irgendetwas bei der Frau, die, auch wenn sie jung bekehrt ist, möchten wir einfach, dass sie spricht. Und wie sie dann gesprochen hat, habe ich an der Reaktion der Menschen bemerkt. Männer haben Tränen in die Augen gehabt, Frauen haben geweint, es hat alle berührt. Und von dieser Frau, von dieser jungen Frau, die eigentlich ganz junge Christin ist, ist lebendiges Wasser zu den Menschen hingeflossen. Ich habe nachher an den Reaktionen, wie es auf sie zugegangen sind und so weiter bemerkt, da hat sich viel, viel getan. Das war kein totes Wort, das war ein lebendiges Wort. Und es war lebendiges Wasser, was geflossen ist. Im Johannesevangelium 4,14 sagt es ja Jesus. Und zwar, das ist die Geschichte von der Frau in Samaria an dem Jakobsbrunnen.
Und er hat diese Frau gebeten, dass sie ihm Wasser gebe. Und sie war sehr, sehr erstaunt, dass ein Jude von einer Samariterin Wasser möchte. Und er sprach zu ihr aber dann, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat oder selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das wird in Ewigkeit, denn wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser wird in ihm zu einer Quelle des Lebens werden. In ihm wird es zu einer Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. In uns wird diese Quelle des Lebens, wenn Jesus zu uns spricht, dann plötzlich zu einem Wasser, das ins ewige Leben fließt. Als ich den Traum damals gehabt habe, habe ich nicht genau gewusst, was soll das bedeuten. Und wir waren bei meinem Schwager und ich habe keine Bibel mitgehabt, aber er hat eine Bibel gehabt. Und hat dann gesagt zu mir, da hast du eine Bibel. Und ich habe die Bibel genommen, so, und habe es aufgeschlagen. Und mein erster Blick ist gefallen auf Folgendes. Im Johannes 7, 37. Aber am letzten Tag des großen Tages des Festes stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und dann zu Pfingsten ist das geschehen. Die Jünger dort wurden mit dem, und auch Frauen, die dort waren, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und von ihnen sind wirklich Ströme lebendigen Wassers geflossen. Als Petrus gesprochen hat nachher, haben sich 3000 Menschen zu Jesus bekehrt. Da ist wirklich lebendiges Wasser zu ihnen hingeflossen. Auf diese Stelle, wie ich dann gelesen habe, habe ich dann plötzlich erkannt, das war ja das, was ich geträumt habe in der Nacht. Das ist ja genau das. Ich war sehr dankbar. Und wie komme ich zu dieser Quelle? Wie komme ich zu diesem lebendigen Wasser? Ich habe mir da aufgeschrieben, grabe tief, grabe tief. Im Lukas-Evangelium steht die Geschichte von dem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Das heißt, er hat so tief gegraben, bis er auf den Felsen gestoßen ist. Und dort hat er das Fundament dann draufgestellt. Und in dem Augenblick, als er das Fundament dort genommen hat, dann war das Fundament der Felsen, das ist Jesus, das ist das Beispiel dafür. Und da sind Stürme gekommen und Wassermassen und nichts hat dem Haus geschadet. Er war ein kluger Mann, aber grabe tief und grabe auch du tief in deinem Leben. Und dass du zu den Quellen in der Tiefe auch kommst. Suche deine eigene Quelle. Suche deine eigene Quelle, wünsche dir vom Herrn tiefe Quellen, dass das von oben, von unten, von überall das lebendige Wasser in dich hineinkommt. Versuche nicht, aus den Quellen von anderen zu trinken. Viele fahren zu X-Seminaren und dorthin und dorthin und dorthin und hoffen, irgendwo eine Quelle für ihr Leben zu finden. Suche du die Quelle in dir. Das ist ja das, was du bist, der Tempel des Heiligen Geistes jetzt. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes und in dir entspringt diese Quelle dann, die Jesus in dich hineingelegt hat. Jesus ist zum Vater gegangen, hat uns den Heiligen Geist gesandt und hat ihn dir in dein Herz gegeben. Glaube in ihn und grabe tief. Seine Quelle, sein Brunnen, da Ströme aus der Tiefe kommen und aus der Höhe. Unser Land ist so trocken. Es ist so trocken, es gibt nur vereinzelte Quellen. Es gibt nur vereinzelte Menschen, die wirklich tief gegraben haben.
der Segen auch von oben ist, spärlich, weil der Himmel nur weitgehend verschlossen ist. Bestürme den Herrn, dass sich der Himmel öffnet und auch Quellen aus der Tiefe aufbrechen, aus der Tiefe, wo du gegraben hast und auf den Felsen gestoßen bist. Es gibt auch nutzlose Quellen, die werden im 2. Petrus verkündet. Das sind Menschen, die Botschaften bringen, die wirklich dir nicht weiterhelfen. Sondern du brauchst eine Quelle, eine reine Quelle, die direkt von Jesus kommt. Und damit möchte ich abschließen. Und möchte ich noch geschwind ein Lied singen. Geschwind nicht, langsam. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich mein Herz nach dir. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich mein Herz nach dir. Danke, Jesus. Danke, dass die Botschaft jetzt die Menschen berührt, die es brauchen und die wirklich nach diesem lebendigen Wasser graben und tief graben, die die Bibel durchforschen, die das Wort Gottes lebendig werden lassen. Komm, Heiliger Geist, über jeden Einzelnen. Berühre jeden Einzelnen, dass Quellen entspringen und dass viele Menschen rundherum berührt werden. So wie diese Tempelquelle, die in alle Richtungen geflossen ist. So wie der Herr uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass wir in alle Richtungen lebendiges Wasser fließen lassen, von uns heraus. Wir sind jetzt der Tempel, aus dem dieses Wasser fließt, weil wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Amen.